Hallo, ich bin's wieder, Rainer von Ballon Dekoreburg. Heute geht es um ein Brautpaar. Zu dieser Braut gibt es nicht viel zu sagen, das ist die von André Nölle alias Mr. Twister. Den Link zu dem Video füge ich unten in der Beschreibung ein. Ich mache heute einen Bräutigam für die Braut, damit sie nicht so alleine dasteht. Und wie ich das mache, das schauen wir uns gleich an. Für den Oberkörper benötigen wir 4 646er in Schwarz, aufgepustet auf eine Länge von 56 cm. Für die Beine benötigen wir 2 646er, aufgepustet auf eine Länge von 72 cm. Das entspricht einem Verhältnis von 1 zu 1,3. Die Beine sind also etwas länger als der Oberkörper. Jetzt knoten wir ein Bein und ein Oberkörper zusammen, und zwar mit der Nippelseite. Nehmen einen zweiten Oberkörper und knoten ihn hier noch mit dazu. Die überstehenden Enden schneiden wir ab. Die beiden Oberkörperballons ebenfalls zusammengeknotet. Und dann haben wir das. Das Ganze machen wir jetzt noch einmal mit den drei übrigen Ballons. Jetzt benötigen wir 350er Ballons in Schwarz. Machen einen Dreifinger-Pinschgriff. Und drehen den hier rein. Die Blase, die wir jetzt abdrehen, soll genau bis zur Verlängerung der Flucht reichen. Also genau so. Jetzt machen wir eine zweite Blase genauso groß wie diese. Weich machen. Und nochmal einen Dreifinger-Pinch-Twist. Den Pinch-Twist drehen wir jetzt hier ein. Und genau das gleiche machen wir jetzt hier oben. Nun ist unser Bräutigam soweit. Für die Hüfte brauchen wir abermals einen 350er in Schwarz. Hier beginnen wir mit einem kleinen Pinch-Twist. Messen einmal drumherum. Drehen dann eine Blase ab und machen einen weiteren Pinch-Twist. Und hier drehen wir diese beiden Pinch-Twists dann zusammen. Einen habe ich nach innen gesteckt und der andere ist außen. Jetzt nehmen wir einen 260er in Schwarz und machen eine weitere Reihe genau hier oben drüber. Genauso wie eben mit dem 360er. Und wieder einen
nach innen gesteckt und einer ist außen. Und so sieht unser Bräutigam dann bis jetzt aus. Warum haben wir überhaupt zwei Blasen gemacht? Hier oben und da unten. Nun, das gibt uns einen Ankerpunkt, an dem wir später das untere Ende des Halses befestigen und einen weißen Modellierballon, den wir jetzt zur Hand nehmen. Beginnend mit einem Pinch Twist, den wir an dem unteren Ankerpunkt befestigen. So, dann messen wir bis hier oben. Wieder ein Pinch-Twist. Mit diesem Pinch-Twist schlingen wir jetzt einmal um diesen Ankerpunkt. Also für die Arme brauchen wir auch wieder 350er Ballons in Schwarz. Den befestigen wir an diese Pinch-Twist. Dann messen wir eine Blase bis zu diesem Pinch-Twist hier. Die müssen wir richtig gut weich machen. Den zweiten Arm befestigen wir hier, machen eine Blase nach hier und führen den Arm dann hier runter. Machen hier einen kleinen Knick für den Ellbogen, möglichst auf gleicher Höhe. Die Länge der Arme bemessen wir bis zu diesem Punkt, der 250er, der 260er auf den 350er trifft. Für die Hände nehmen wir 350er in Hautton. Beginnen mit einem Pinch-Twist. Einen zweiten Pinch-Twist. Und einem Loop etwa 6 Finger. Und die Hände kommen selbstverständlich an die Arme dran. Nun hat unser Bräutigam auch Hände. Für den Kopf verwende ich einen 646er im Blush. Warum ist der jetzt so viel dicker als der normale? Nun, ich finde, es kommt von den Proportionen etwas besser hin, wenn zur Kopflänge der Ballon etwas dicker ist. Da wäre mir der Kopf doch zu schlank. Man erreicht den größeren Durchmesser, indem man den Ballon nach dem Aufpusten noch dreimal entlüftet und erneut aufpustet. So steigert sich langsam der Durchmesser des Ballons. Für den Hut nehmen wir ebenfalls einen 646er. Der Hut soll ein Zylinder werden, also machen wir einen Tulip-Twist, der richtig tief reingeht. Den binden wir jetzt an den Kopf.
und schneiden ab. Als Krempe fungiert wieder ein 350er. Wer möchte, kann die Hutkrempe um einen 260er erweitern. Dabei legen wir diese fest, aber nicht zu fest, um den 350er. Jetzt bauen wir noch einen 350er in Blush für den Hals. Messen etwa 6 Finger. Und schließen ab mit einem ganz weichen Pinch-Twist. Den wir splitten. Damit befestigen wir den Hals an unserem Ankerpunkt hier drin. Wir stecken den Hals also hier durch und sehen ja zwischen den beiden Blasen den Ankerpunkt und da klemmen wir die beiden Pinch-Twists einfach fest. Finger, zwei Finger, vier Finger, und das gleiche noch einmal. Und einen schönen Pinch-Twist in die Mitte. So. Das stabilisiert den Kopf und sieht schick aus. Für die Schuhe nehmen wir einen 260er Modellierballon, machen eine 8-Fingerblase, noch eine 8-Fingerblase, zwei 3-Fingerblasen, zwei 3-Finger-Pinch-Loops und dann gehen wir einmal außenrum mit einem 350er. In Schwarz machen wir alles, denn ich glaube, braune Schuhe zum schwarzen Anzug sehen nicht besonders gut aus. Zum Schluss kommt das Ganze dann an das untere Ende des Beines. Ich zeige das hier nur mit unterschiedlichen Farben, damit man das besser sieht.
Wenn alles schwarz und schwarz ist, dann gehen die Details verloren. Das Ganze noch einmal. Ich hoffe, euch gefällt das Brautpaar, auch der Bräutigam, und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss! Soweit. Ah, hier unten die Blase ist kaputt gegangen. Die muss ich neu machen. Und nehmen einen neuen Ballon. Oh Mann! Was ist denn das für ein weicher Kram? Es ist ja eine Hochzeit, keine Beerdigung, von daher muss die Fliege natürlich weiß sein und nicht schwarz.